Bevor ich die Frage beantworte, müsste ich auf dein Bild eingehen, weil das absolut genial ist. Gell? Weil wir halt wirklich als Amerikaner, wir sehen alle so aus wie Anton Krupitschka von Colorado. Wir laufen alle ohne T-Shirts, nicht mal Singlet. Ach so, ja, Entschuldigung. Ja, nee. Das ist, deswegen ist es so billig. Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Ja, hallo zur Episode 140 des Trailrunning Podcast an einem Dienstagabend, zumindest für die Hälfte der Podcast-Besetzung heute hier. Mein Gast ist, ich glaube, der aktuell am weitest entfernte Gast, den ich jemals hatte. Er sitzt auf der anderen Seite des großen Teichs und heißt Matthias. Hallo Matthias. Hallo. Und er spricht Deutsch, welch Wunder. Ich versuche Deutsch zu sprechen. Es ist schon relativ schwierig mittlerweile, muss ich schon zugeben. Ja, du bist Podcaster. Man kennt dich vielleicht, wenn man in den amerikanischen Podcasts stöbert, vom Single-Track-Podcast. Du bist Trailrunner, logischerweise, sonst wärst du nicht hier in diesem Podcast. Und lebst meinen Recherchen nach jetzt seit gut 20 Jahren drüben in den USA, richtig? Ja, genau. Jetzt im Dezember sind es 21 Jahre. Meine Herren, das ist fast mein halbes Leben mittlerweile. Das ist lange. Damit wäre auch dein Geburtsdatum knapp grob geklärt. Genau, bei sowas lassen wir es. Nein, kein Problem. Was ich schon sagen muss, deine Intro-Music ist genial. Ich habe keine Intro-Music in meinem Podcast und ich muss schon sagen, wo ich die gehört habe, da bin ich schon so ein bisschen neidisch geworden. Da habe ich gedacht, das tut einen schon immer ganz schön hochpumpen, wenn man das so hört. Ich weiß nicht, wie es deinen Gästen geht, dein Zuhören geht, aber ich fand die schon ziemlich geil, muss ich sagen. Das freut mich sehr. Das Intro ist nämlich neu. Das ist jetzt, glaube ich, die zweite oder dritte Episode, wenn die hier rauskommt mit dem neuen Intro. Hat eine Weile gedauert, bis ich was gefunden habe, was mir jetzt tatsächlich nach 5 Jahren wieder gefällt oder so. Ja, ein bisschen was Rockiges zum guten Start. Ja, wir wollen uns heute unterhalten über dich, wie du zum Laufen gekommen bist, warum du da drüben in den USA sitzt, wie sich's in den USA läuft. Vielleicht auch so ein bisschen die Unterschiede zwischen den beiden Trail-Szenen. Wir deutschen Trailläufer oder europäischen Trailläufer gucken ja immer so ein bisschen neidisch rüber in die USA, glaube ich. Das ist eine interessante Frage. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass du nicht bloß Fragen stellst. Ich habe nämlich auch Fragen, weil ich denke, dass wir Amerikaner sehr neidisch, vielleicht bin ich kein Amerikaner in dem Sinne, aber wir schauen sehr neidisch nach Europa. Ja, das kann ja sehr spannend werden. Sehr gut, sehr gut. Dann habe ich ja den richtigen Riecher. Da wollen wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Und das ist so grob der Abriss, den wir heute machen werden, denke ich. Matthias, wie bist du, wir hatten es gerade im Vorgespräch, ne, die blöden, langweiligen Fragen, die man neuen Gästen immer, immer stellt. Matthias, wie bist du zum Trailrunning gekommen? Ich glaube, das ist eine Geschichte, den geht es vielen wahrscheinlich so. Als Deutscher, da tut man natürlich Fußball spielen als Kind, von dem her, da hat man immer eine Gruppe von Freunden um sich rum, die einen direkt und indirekt motivieren, aktiv zu sein. Und wenn du älter wirst und ich dann zusätzlich noch das Land wechsle, dann hast du auf einmal keine Freunde mehr in dem Sinne, die sich normalerweise auf dem Bolzplatz finden und regelmäßig kicken gehen, ja. Und dann
musst du dir halt überlegen, okay, was machst du jetzt? Und wenn du dann erwachsen wirst und älter wirst, dann wirst du halt fett, gell? Ich meine, in dem Sinne machst du nichts mehr, gell? Da, und irgendwann mal, und vor Jahre habe ich immer gesagt, für mich der einzigste Grund, dass ich rennen würde, ist, wenn ich einen Ball vor meinen Füßen habe. Das Joggen klingt bescheuert. Und ein Freund hat mich dann eingeladen auf eine Bergwanderung und da war ich so kaputt am Ende, dass ich festgestellt habe, oh, ich bin wahrscheinlich kein Teenager mehr, der spontan alles machen kann ohne irgendwie trainieren, ohne irgendwie fit zu bleiben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss was unter der Woche regelmäßig machen. Und irgendwann habe ich halt mal dann über meinen eigenen Schatten gesprungen und bin halt doch laufen gegangen und hat mir das halt dann sogar gefallen, weil es halt spontan ist, weil es einfach ist, weil es billig ist, weil es mittlerweile einen iPhone gab und man konnte dann seinen Run auch noch tracken und Podcast nebenher hören. Von dem her, das hat dann so alles auf einmal geklappt, gell? Und dann war ich laufen und dann läuft man halt so durch die Stadt durch und irgendwann fragt man sich dann halt schon, ob man irgendwie mal einen Trail Race machen soll oder einen Race machen soll. Und sagt, ja, ich meine, ich tue doch keinen 5K durch die Stadt machen, das klingt blöd. Und dann irgendwann mal bin ich dann auf die, ich weiß nicht wie, auf diese Trail Races gekommen und habe den ersten gemacht und habe gesagt, okay, das war super geil, das war super hart, ich bin fast gestorben, aber von jetzt an mache ich das. Also du hast quasi das Land und die Sportart gewechselt in einem Schritt? Ja, mehr oder weniger. Ich meine, Fußball gibt's halt hier nicht, hier drüben. Ja. Ich meine, in Deutschland gibt es Vereinsfußball, aber zu meiner Kindheit gab's ja immer noch dieses Bolzplatzkicken, ja? wo man halt einfach zur Tür rausfällt und nicht weit mit dem Fahrrad fahren muss und da gibt's irgendwie ein paar Leute, die irgendwo sitzen und halt einen Ball hin und her kicken und dann läuft man aufs Feld und spielt mit. Und das gibt's hier nicht wirklich. Es ist dann alles organisiert. Einmal vor, weiß ich, 5000 Jahren, so, wo ich nur noch in Seattle gewohnt habe, habe ich mal bei einem Team mitgespielt und dann musste man da unter der Woche abends durch die ganze Stadt fahren, um irgendwelche Spiele zu machen und dann muss man auf einem großen Feld spielen und wir waren alle Laien, die Kondition nicht hatten, gescheit übers große Feld zu spielen. Und das hat keinen Spaß gemacht, das hat sich nicht gelohnt. Gell? Mhm. Das war vielleicht Fußball, aber das war nicht Fußball. Ja, es geht nichts über so einen alten dreckigen Bolzplatz, am besten auch nur eine Wiese und zwei Bäume. Als Pfosten. Ja, genau. So macht Spaß, gell? Ich meine, so das ist für mich Amateurfußball, wie Spaß macht. Und das gibt's. Ich meine, das gibt's wahrscheinlich schon. Ja, ich meine, Amerika ist groß. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Amerikaner, die jetzt E-Mails schreiben und sagen, das gibt's hier aber schon. Aber die verstehen dich ja nicht, weil die kein Deutsch können. Von dem her passt es. So ein Glück. Ja. Ja, Fußball da drüben heißt ja Football und ist ganz anders. Ist auch was ich nie verstehen werde. Well, ich meine, Football spielt ja niemand. Gell? Ich meine, das ist ja nur ein Spectator-Sport. Das schaut man sich ja nur im Fernsehen an. Es ist ja nicht so wie in Deutschland, wo Fußball gespielt wird und dann auch geschaut wird. In dem Sinne, Football spielt ja wirklich niemand. Da gibt's keinen außerhalb von College Football in offiziellen Versuch, High School Football in offiziellen Clubs und Teams. Ich meine, immer mal wieder gibt es so ein paar Leute, die für Thanksgiving Flag Football spielen, aber die tun halt den Ball ein Ei umeinander schmeißen. Die tun nicht wirklich Football spielen. Den American Football, den du im Fernsehen siehst, den spielt niemand hier drüben. Wieder was gelernt. Aber wir spielen hier drüben Football tatsächlich. Es gibt hier auch diverse. Es ist jetzt so ein. Ich meine, ich glaube, wir Deutschen übernehmen ja eh sehr, sehr viele Sportarten aus den USA, außer Baseball. Das spielt, glaube ich, keiner außer die USA, ne? Irgendwie. Aber Football haben wir hier auch, ja.
zum Teil. Verstehe ich nicht. Baseball? Ich verstehe, dass die NFL immer mal wieder ein Spiel nach London bringen will oder so, aber ich kann nicht verstehen, dass man als Deutscher oder Nicht-Amerikaner, ich kann nicht mal verstehen, dass man als Amerikaner Football spielt. Ich meine, wenn man sich ein 3,5 Stunden langes Spiel im Fernsehen anschaut, sind es ja nur 20 Minuten von Action. Die restliche Zeit, da steht man ja nur rum und wartet, dass die Referees Entscheidungen machen, wie der nächste Spielzug ist. Ich finde das Unterhaltung. Aber ich finde es keine Sportart. Ich kann mir das nicht vorstellen, zu spielen. Ja, ich mir auch nicht. Ich hatte ein Probetraining und kam damals aus dem Fußball, logischerweise. Und dann sollte ich diesen großen Typen mit diesem Ei in der Hand stoppen. Und der war natürlich 2 Köpfe größer als ich, wie sich das gehört für einen ordentlichen Footballspieler. Und dann habe ich ihm einfach das Bein gestellt. Und dann war der Trainer ein bisschen sauer, weil das wohl, glaube ich, das Einzige ist, was man nicht darf im Football, Bein stellen. Und dann war ich auch raus, irgendwie, von daher. Ja, es ist interessant. Ich glaube, im Basketball ist es ein bisschen ähnlich. Ich weiß nicht, ob das mit anderen Sportarten so ist. Ist es eigentlich ein Trailrunning-Podcast? Vielleicht sollten wir nicht über andere Sportarten reden. Aber ich habe das Gefühl, ja, okay, gut. Ich habe das Gefühl, dass diese Sportarten sehr stark jemandem Vorteil geben, der physisch außergewöhnlich ist. Wenn du größer bist, dann bist du halt einfach ein besserer Basketballspieler. Und wenn du halt nicht groß bist, dann spielst du kein Basketball. Und ich glaube, in vielen anderen Sportarten, Fußball, musst du nicht unbedingt physisch außergewöhnlich sein. Ich meine, wenn du vielleicht Torwart sein willst oder so, dann hilft dir schon über 1,90 zu sein. Aber ansonsten musst du nicht unbedingt außergewöhnlich sein. Und ich finde es bei diesen Sportarten ein bisschen schade. Ich habe da schon immer in der Schule habe ich Basketball nicht gemocht, weil ich halt nicht groß war. Und dann stehst du immer rum und sagst, ich krieg den Ball nicht. Macht mir keinen Spaß. Ich war auch nicht gut. Ja, so ist das, glaube ich, mit den Sportarten, ja. Hast du schon irgendwie recht. Das ist aber ich denke, das ist das Faszinierende, um mal so ein bisschen eine Transition hier reinzubringen. Es ist das ist, was ich das Faszinierende am Trailrunning und am Laufen finde. Und vor allen Dingen an den Racing, an den Trail Races auch, dass man heute mittlerweile immer noch die Möglichkeit hat, an der gleichen Startlinie zu stehen wie in Killian, weil ich meine, der race nicht mehr, aber wie die ganz Großen des Sports. Mhm. Ja, ich meine, wenn du ich weiß nicht, wie viele Sportarten das gibt, wo du das noch machen kannst. Du kannst aktiv und gut Skifahren und aktiv und gut Fußball spielen, aber du stehst halt nicht mit dem Thomas Müller auf dem Platz. Das gibt's nicht. Ja. Das, ja, ist richtig, genau. Ich glaube, da fällt mir noch Radfahren ein und im Laufen. Ne? Das ist so jedermanns Sport. Das sind halt doch Laufen und Fahrradfahren. Ja, ich glaube, Triathlon gibt's theoretisch das noch. Aber im Marathon gibt es ja mittlerweile auch diese Wave-Starts. Wenn du da Boston Marathon machst, dann stehst du ja an der gleichen Startlinie, aber nicht zur gleichen Zeit. Gell? Während wenn du UTMB machst, dann bist du schon im gleichen Stadthaufen, im gleichen Stadtpool wie die Großen. Und ich glaube, das ist schon sehr attraktiv. Und ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleiben wird. Da gehe ich mal von aus. Ich mag das übrigens, wie du aktiv den Podcast führst. Ich mache die Aufnahme, du führst den Podcast. Das ist immer gut, wenn man sich einen Profi einlädt. Ich weiß nicht, ob ich mich entschuldigen soll oder das als Kompliment nehmen soll. Nichts als Kompliment. Alles ist gut. Okay. Aber du hast ja recht. Der große Unterschied zu diesen ganzen durchorganisierten Sportarten, die man so kennt, und dem Trailrunning oder dem Laufen an sich, ist ja eben das, dass man Freiheit hat auf dem Trail. Jetzt ist das, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes da drüben in den USA wie bei uns, weil wenn wir sagen, wir sind auf dem Trail und in der Natur, dann haben wir spätestens 5 Kilometer später haben wir wieder eine Ortschaft. So richtig wild wird es ja bei euch da drüben schon, ne? Wenn man so die Bilder sieht, da ist ja tatsächlich dann erstmal keiner. Ja, es gibt hier schon viele, viele Flächen, wo es einfach überhaupt nichts gibt. Das ist, und diese
diese Wildnis ist super einfach zu erreichen. Wo ich jetzt hier an der Westküste wohne, da fahre ich eine halbe Stunde mit dem Auto und müsste eigentlich Bearspray mit in der im Rucksack haben, weil es dann schon schnell wild wird. Und da gibt es auch keine Cellphone-Coverage und da bist du dann schon drauf angewiesen zu wissen, wie du dich bewegst. Das ist schon anders, ja. Hm. Was nicht unbedingt cool ist, weil es ist wild ist cool, wenn du komfortabel mit wild bist. Aber es gibt halt viele Leute, die nicht komfortabel mit wild sind. Ich denke vor allen Dingen an viele Frauen, mit denen ich rede, und die sagen, die sind einfach die mögen das nicht, komplett alleine durch Wald und Wildnis zu laufen. Hm. Ja, die fühlen sich da nicht comfortable. Ja. Hm. Kann ich ein bisschen nachvollziehen, ehrlich gesagt. Wenn man da wirklich so ganz alleine ist da draußen, muss man sich, glaube ich, dran gewöhnen. Man muss sich dran gewöhnen und man muss gewisse Vorsorgsmaße machen. Weißt du, Leuten sagen, wo man hingeht, einen GPS-Device mitnehmen, nicht bloß eine Uhr-Dings, sondern so einen Garmin InReach oder sowas. Ja. Safety Blanket. Ich meine, es ist wahrscheinlich nicht anders, wie wenn du in den Alpen rennst und wirklich auf die Berge hochgehst. Ja, ich meine, da bist du ja auch wenn du vielleicht nicht so weit weg bist von Leuten, du bist dem Wetter und so weiter ausgewiesen, von dem her, du musst ja auch so ein bisschen mehr planen, wie wenn du nur in deinem Heimatort eine Runde ums Haus rennst. Ja, ja, und trotzdem ist der Sport auch sehr einfach. Dieses Laufen. Du hast vorhin gesagt, das wäre der billige Sport, also der günstige Sport, das Laufen. Ja, billig war er mal. Mittlerweile bin ich ein Snob und brauche natürlich all die neuesten Gadgets, aber zumindest zum Anfang ist er super billig. Und ich glaube, der billigste Sport, gell? Ich meine, man braucht ja wirklich nichts. Schuhe maximal, genau, ja. Und selbst da streiten sich die Geister, ob man tatsächlich Schuhe braucht. Na, ich denke, man braucht schon Schuhe, aber in dem Sinne, ein Turnschuh hat schon jeder irgendwie zu Hause. Ich weiß, zum Anfangen, meine Frau arbeitet in einem Sportartikel, Einzelhandel, und ich meine, die Leute, die kommen rein, um sich die Skiausrüstung zu kaufen für die Familie, und dann laufen sie mit $5,000 später wieder zur Tür raus. Gell? Ich meine, wenn du Trailrunning willst, dann kannst du zum Anfang kurze Hose und ein T-Shirt und einen alten Turnschuh, und dann läufst du halt mal los. Gell? Und ich finde, diese Möglichkeit, den Sport so kennenzulernen, ist schon wirklich speziell, weil man eben viele Leute damit erreichen kann. Da ist kein Barrier to Entry, da ist kein Economic Requirement. Sorry, jetzt springe ich hier in Englisch rüber. Nee, in dem Sinne, ich denke, vor allen Dingen hier in den letzten Jahren hat man viel darüber geredet, wie man die ärmere Bevölkerung eben auch mit einnimmt in die in den Bergsport, um das mal so zu sagen, ja, dass man das nur nicht nur den Reichen gönnt. Und ich glaube, Skifahren wird das nicht mehr erreichen, aber mit Trailrunning kann man das schon. Oder Mountainbiking, ja, wer tut denn heute noch Mountainbiken, ohne mindestens 3.000 bis 5.000 € ausgegeben zu haben. Ja, stimmt. Auch so ein teurer Sport. Ja. Ja. Du bist ja damals, hast du gesagt, in die USA. Man hört es ja auch ein bisschen. Warum bist du in die USA gegangen? Meine Frau ist hier von der Westküste. Wir haben uns in Afrika kennengelernt und in Deutschland geheiratet und dann alle unsere Papiere organisiert, meine Papiere organisiert, und dann habe ich eben eine Green Card bekommen, weil ich mit einer Amerikanerin verheiratet bin,
Und dann haben sie es hier vom Washington State Pacific Northwest. Und dann haben wir uns eben in Seattle angesiedelt. Bin damals nach Amerika gezogen mit nichts anderem wie zwei Koffer voller Klamotten und ein paar kleinen Sachen. Und dann fängt man halt von nichts an. Gell? Hm. Wie war das so, als du ja von deinem Fußball gekommen bist? Und Laufen kanntest du ja vorher schon, ne? Mochtest du es ja nicht, hast gesagt, dieses komische Joggen. So typisches Ballsportsyndrom. Nur nicht mehr bewegen als nötig. Wie war das dann von eben, ich möchte nicht joggen hier in Deutschland mit so ein bisschen Natur zu, jetzt entdecke ich es dann doch mal für mich und du bist in den großen USA, ne? Wie es ja immer so schön heißt, das weite Land, wilde Natur. Wie ist da so der, ich sag mal, der Kulturschock, sagt man glaube ich auch, ne? Wenn man da so rüberkommt. Ich versuche gerade mir zu überlegen, wie ich das am besten beantworten kann. Ich meine, der Kulturschock ist groß. Im Großen und Ganzen, wenn es zum Laufen geht, denke ich, dass die Amerikaner in dem Sinne sehr Lauffanatiker sind. Von dem her gibt es viele Laufgruppen und viele Rennen hier und da und so weiter. Von dem her ist es relativ einfach und ganz viele Läden, die Sportläden, die Zeug verkaufen. Von dem her ist es relativ einfach, dann in den Sport reinzukommen. Was mit Trailrunning ein bisschen schade ist vom Umweltbewusstsein, ist, dass man in dem Sinne sehr schnell lazy wird und halt doch dann das Auto nimmt, um zu den schönen Trails zu fahren, anstatt hinzurennen. Ja, und dann kann man natürlich die schönen Wege finden und die schönen Trails finden, aber dann fährt man jedes Mal, wenn man ein Workout macht, fährt man da mit seinem Auto hin. Ja. Und von dem her, ich finde es eigentlich ein bisschen schade. Ich finde es schöner, wenn man direkt von der Haustür aus laufen kann. Hm. Da hattest du, glaube ich, auch schon mal in der einen oder anderen Episode drüber gesprochen, ne? Wie du wieder den besten Weg zu deinem Trailhead findest durch die Stadt, ohne durch Vorgärten zu laufen, Backyards zu laufen, wo man nicht durchlaufen darf. ja, genau. Und diese kleinen Stadtperkle mitzunehmen auf dem Weg hin oder wenn man nur eine Runde durch die Stadt läuft, weil man nicht viel Zeit hat oder so, dass man dann trotzdem einen Weg findet, wo man so ein bisschen Stadtpark hier und ein bisschen Waldweg oder sowas da oder so, dass man das so ein bisschen verbindet. Hm. Ja, gibt's, ich meine, bei uns ist alles so ein bisschen näher zusammen, aber merkt man auch ganz, wir haben so Premium-Wanderwege, die sind ausgezeichnet, so Rundkurse, die man hier laufen kann, ja, so, was weiß ich, 10, 12, 15 Kilometer, da muss man meistens auch immer ein bisschen hinfahren. Weil, naja, der Zuweg halt, eine halbe Stunde laufen durch die Stadt oder durch einen Ort oder an der Schnellstraße entlang, das will man natürlich auch nicht wirklich, ne? Wenn man sich Trailrunner schimpft, dann möchte man natürlich möglichst wenig Asphalt unter den Füßen haben. Klar. Ja. Das ist eher schwierig. Ich finde es auch für cool und faszinierend und in dem Sinne wäre für mich ein interessanter Grund, mal wieder eine neue Stadt zu ziehen. Einfach um eine neue Stadt auf den Füßen kennenzulernen, weil man es doch so ganz anders kennenlernt, wie wenn man ständig mit dem Auto hin und her fährt, gell? Oder nur die Hauptwege nimmt, weil man halt zur Arbeit fährt, zum Einkaufen fährt. Vor zwei, drei Jahren, weiß ich gar nicht genau, habe ich mal dieses Every Single Street Projekt gemacht, wo ich jede Straße in meiner Stadt für zweieinhalb Monate so gelaufen bin. Und das war ein cooles Projekt, das hat mir Spaß gemacht. Das waren über 300 Meilen, so über 500 Kilometer. Und ich habe wirklich jede Einbahnstraße und jede Sackgasse und jede kleine Straße und Nachbarschafts Kurve und so weiter, bin ich mal gelaufen. Das war eine coole Weise, so seine Stadt kennenzulernen.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Man kennt das, also ich kenne das in meinem Geburtsort, denke ich, würde ich wahrscheinlich heute noch jede Gasse kennen, was man so als Kind gemacht hat, um zum Bolzplatz zu kommen. Die kürzesten Weg, um zu den Freunden zu kommen und wirklich ja durch jedes Gebüsch gelaufen ist, förmlich, um neue Wege zu entdecken. Das geht mir als Erwachsener tatsächlich auch ab. Ich glaube, ich kenne nicht jede Straße hier in meinem kleinen Ort, wenn ich ehrlich bin. Ja, und es kommt auf die Stadt, Dorf, wo man wohnt, drauf an. Gell? Ich meine, ich glaube, so ein Projekt würde ich nicht anfangen, wenn ich in einer Großstadt leben würde. Gell? Das wäre zu viel organisatorisch und zeitaufwendig, sowas zu machen. Aber ich habe eine gute Stadtgröße gehabt, dass ich das Gefühl gehabt habe, in einem Winter kann ich das abhaken. Das ziehe ich nicht für 3 Jahre durch. Da hätte ich keine Konzentration. Und es war auch nicht, das Dorf war auch nicht so klein, dass man das in 1,5 Wochen macht. Gell? Von dem her, es war ein cooles Projekt. Aber es war wirklich, ja, es war vor allen Dingen, wenn man in der Stadt nicht selber aufgewachsen ist, lernt man viele Teile kennen, wo man eigentlich denkt, man kennt, und man kennt sie überhaupt nicht. Hat Spaß gemacht. Machst du das auf dem Trail auch? Läufst du da auch kleinen Faden hinterher? So every single trail quasi? Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber hier geht man halt schon querfeld ein, wenn's passt. Ich meine, hier in der Pacific Northwest gibt es unheimlich viel Wald und unüberwindlich ungepflegten wilden Regenwald, fast schon in vielen Gegenden gibt es Regenwald, von dem her, man geht da nicht komplett querfeldein, aber man tut da schon so ein bisschen immer mal wieder seinen eigenen Weg finden. Und, das macht auch Spaß. Letztes Jahr im Herbst habe ich eine Route zusammengestellt, wo ich 6 Berggipfel verbunden habe mit einer Route, die noch niemand vorher, zumindest nicht, dass ich es gehört habe. Ich glaube, die unterschiedlichen Teile dessen haben viele Leute schon gemacht, aber noch niemand hat diese 6 Berggipfel so verbunden in einem. Und das war schon cool, sowas, so ein Projekt mal zum Leben zu errufen und das mal raus. Ich glaube, das ist wesentlich schwieriger in den Alpen, wo jeder alles auf irgendeine Art und Weise schon gemacht hat. Ich glaube, es wäre wesentlich schwieriger, da ein Projekt zu finden, wo man sagen kann, hey, schau mal, sowas hat noch nie jemand gemacht und nicht unbedingt sofort sein Leben zu riskieren und irgendwas Verrücktes zu machen. Ja. Ja, ich würde auch sagen, in den Alpen ist, glaube ich, jeder Weg, den man gehen kann, ohne dabei zu sterben, ist wahrscheinlich schon gegangen. Und selbst die Verbindungen, gell? Ich meine, wir leben schon in einer super coolen Zeit, gell? All die Berggipfel sind erzwungen und von dem her das einfache Objekt, auf den Berg hochzugehen, ist ausgeschöpft und man ist jetzt so an diesem Punkt, wo man neue Projekte finden kann. Und das fordert ein bisschen Kreativität, aber man könnte es ja schon machen. Zum Beispiel, hier ist eine Frage für dich. Was ist der wichtigste Trail Race nördlich von den Alpen in Deutschland? Was sind die großen Trail Races nördlich von den Alpen? Gibt es da welche? Tja, das ist schwierig. Es gibt Langstreckenläufe, Ultraläufe. Ultras, okay. Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, so auch gefühlt das, was wir hier in Deutschland unter Trail verstehen, ganz oft. Ultra Trail mit kleineren Distanzen, die da auch zu laufen sind. Ja, genau. Wir haben hier so ein paar im Saarland, würde ich sagen. Der Hartfüßler Trail ist so ein Ding, der geht über Abraumhalden durch das Bergbaugebiet. Das ist was recht bekannt ist. Es gibt so ein paar Eventagenturen, die in Sachsen was aufgezogen haben, in der Pfalz was aufgezogen. Aber die Tendenz, wie du sagst, je weiter du nördlich kommst, von den Alpen wegkommst, desto weniger Trail hast du, glaube ich, oder Veranstaltungen, die sich dann auch Trail nennen. Ne? Wir haben in Deutschland hier auch noch
so ein bisschen die Unterscheidung zwischen einem Trail und einer Landschaftsveranstaltung oder einem Landschaftslauf, der dann einfach durch die Natur geht, ne? Mhm. Durch den Wald oder wie auch immer. Ja, ja, das ist dann mehr auf Forstwegen oder so, ja. Forstwegen, genau, ja. Genau, okay. Mhm. Ja, diesen Unterschied gibt es bei uns nicht wirklich, dass man das so unterscheidet. Weil unser großes Problem hier in der West oder in den USA ist, dass wir diese Nationalparke haben und da gibt es, da darf man eben keine kommerziellen Veranstaltungen machen in denen, weil viel Wildernis ist und das ist politisch hin und her, das gibt es halt einfach ein Gesetz, dass man das nicht darf. Von dem her hier in den USA wird es praktisch nie einen Trail Race am Grand Canyon oder im Yosemite geben oder Yellowstone oder sowas. Es gibt Rennen, die sich so nennen, aber die sind nicht wirklich im Nationalpark. Und es ist eigentlich ein bisschen schade, weil mehr oder weniger die schönsten Gegenden wird man nie erleben können bei einem Rennen. Mhm. Während in den Alpen, ich meine, UTMB und Lavaredo und Eiger und so weiter, die laufen ja schon durch die absolut, ich meine, schönst ist subjektiv, aber zumindest most famous, berühmtesten Gegenden. Ja. Ja. Aber ja. In dem Sinne, es wäre eigentlich schon eine Möglichkeit, wo ich jetzt im Sommer in Deutschland, in Stuttgart war, habe ich mir schon überlegt. Ich meine, man müsste eigentlich schon einen Event aufziehen im Flachland, weil das ist ja das Problem mit den Events in den Alpen, dass die Events alle im Sommer sind, weil man eben nur eine kurze Zeit hat, wo die Berge schneefrei sind. Ja. Und wenn die Rennläufer trainieren wollen, dann müssten sie eigentlich ihre Läufe im Winter machen. Und man müsste eigentlich diese Events im Winter machen. Oder zumindest in Nicht-Sommerzeiten. Und dann könnten wir ja schon so ein bisschen in diese Gegend gehen. Anyway. Mhm. Hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der Trailtypen eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke! Hat man jetzt die letzten 2 Jahre gut gemerkt, durch dieses unsägliche Virus sind ja diverse Rennen verschoben worden, ne? Auch in die Randbereiche vom Sommer. Und dann wurden einige Rennen jetzt auch einfach gekürzt, ne? Dann ging es nicht mehr so weit hoch, weil es nicht auf den Gletscher ging, weil da Unwetter angesagt war. Und das Problem hat man dann halt, wenn man in die Randbereiche geht, dass man schnell ungemütliches Wetter bekommt. Und da will natürlich dann auch keiner am Eiger stehen, wenn Wintersaison gerade anfängt oder die Herbstsaison. Ja, genau. Irgendwie schon, ja. Hast du recht, ja. Ja, so im Flachland gibt's ganz viele Rennen, ne? Aber das ist, glaube, wie ich gerade eben schon gesagt habe, Trail ist, glaube ich, bei uns in Deutschland, gibt zwei Faktoren, was es zum Trail macht. Im Kopf der vielen Menschen ist Höhenmeter und Ultradistanz, lustigerweise. Ja, ja. Ja. Dann ist, ja, ist es Trail. Hier in den USA wollen sie auch alle die Ultradistanzen. Das ist sowas, wo man das eigentlich auch, wenn man sagt Trail, dann denkt man, ich auch mindestens 50 km. Hm. Ist eigentlich sehr schade, weil der Trail kann einfach die 10 Kilometer Hausrunde sein, ne? Die man so hat. Ja, ich fand das auch interessant, du hast gerade Covid angesprochen in den letzten Jahren. Ich habe jetzt mit den Leuten von Fastest Known Time gesprochen vor ein paar Monaten mal. Diese Website Fastest Known Time und die waren ganz interessiert dran, warum die Deutschen so viele FKT-Attempts gemacht haben während der Covid-Zeit. Und ich habe keine Antwort dafür gehabt. Es wäre mal eine interessante Frage für dich. Warum denkst du, dass so viele deutsche FKTs auf die Karte gesetzt haben und bei Fastest Known Time registriert haben in den letzten? Hast du da eine Theorie? Ich denke, die Antwort ist relativ einfach. Uns sind jetzt in diesem Sommer ging es, aber im letzten Sommer ganz, ganz viele Rennen einfach gestrichen worden. Mhm. Es gab keine Wettbewerbe, die man laufen konnte und dann haben sich die Leute was anderes gesucht.
Wir hatten zum Teil hier, wir nennen es Lockdown, aber es war nicht wirklich ein Lockdown, regionale Beschränkungen, dass man nur so und so viele Kilometer von seinem Zuhause weg sein durfte während Corona. Und da bietet es sich ja auch an, einfach mal vielleicht in seiner Umgebung eine neue FKT-Strecke zu suchen und zu schauen, was man auf seinem Haustrail kann oder auf den nächsten drei gelegenen Hügeln oder so. Ne? Wir haben außerdem sehr viele Wanderwege, so Landschaftswege, Wanderwege, die gut ausgebaut sind. Da bietet sich das auch an, einfach da mal Gas zu geben und zu gucken, wie schnell man von A nach B kommt oder eben im Kreis. Ich denke, das könnten so die Gründe sein. Wir hatten einfach keine Wettkämpfe oder größtenteils. Ja. Ich glaube, die Wanderwege, weil ich meine, der Lockdown, sowas gab es ja bei uns nicht wirklich. Ich meine, so vielleicht höchsten Zeit hat man ihm jemanden angeraten, dass man nicht unbedingt reisen sollte. Aber im Großen und Ganzen war man nicht wirklich regional eingeschränkt. Aber ich glaube, diese Wanderwege, diese existierenden Wanderwege mit offiziellen Namen und so, mit historischer Bedeutung und sowas, ich meine, das ist was besonders ist in Deutschland, Europa, wo es es hier nicht unbedingt gibt. Bei uns gibt es die großen Wege, den Pacific Crest Trail und Appalachian Trail und so weiter, die über 2000 Meilen lang sind. Aber es gibt nicht diese kleineren Rundwege und so weiter. Hm. Ist halt, ja. Das Land ist einfach zu jung dafür, hat sich halt einfach noch nicht etabliert. Gell? Meinst du, dass das der Grund ist? Weiß ich nicht, ja? Ja, nee, ich denke, das ist der Grund. Im Großen und Ganzen. Ich meine, es gibt wahrscheinlich schon mehrere Gründe, ist nicht der einzigste Grund. Aber hier an der Westküste, meine Stadt ist 150, 160 Jahre alt. Ja, da gibt es halt nicht viel. Und viel der Wanderwege hier in den, hier im Olympic National Park oder so, die sind alte Wege von Trappern, Minenarbeitern und so weiter, die da Gold gesucht haben und weiß ich was. Und von dem her, die gehen dann relativ steil und direkt einen Berg hoch und dann tun sie irgendwo im Niemandsland enden. Da gibt's keine schönen Runden in dem Sinne oder relativ wenige. Was ein interessantes Problem für Trailrunner ist, weil man eben sich viel auf Wanderwege einlässt und die rennen will, aber die sind dann oft nur 3 bis 10 Meilen lang und das für Trailrunners sind es nicht unbedingt eine Länge, eine Stunde mit dem Auto zu fahren, um 10 Meilen, 15 km im Dings zu rennen. Man will da eigentlich länger gehen, aber da muss man kreativ sein, dann diese Wege geschickt zu verbinden. Gibt es, also wir haben hier in Deutschland oder Europa Komoot, ne, die App, kennst du vielleicht, weiß nicht, ob das bei euch rübergekommen ist, gibt es da auch so ein Community-Netzwerk, in dem ihr Strecken findet oder nutzt ihr vielleicht Strava oder so? Ich meine, das ist ja, glaube ich, ganz groß. Ja, ich glaube, Strava im Großen und Ganzen ist das Werkzeug, the tool of choice, das viele Leute verwenden. Natürlich gibt auch All Trails, aber All Trails ist für Hikers und Trail Forks ist mehr für Mountainbikers. So ist, natürlich gibt es diese Apps. Gell? Aber es gibt auch ein großes Sentiment hier, dass man seine Routen nicht teilen will, dass man die für sich selber haben will. Und weil man eben Wildnis beschützen will und man es okay ist für einen selber in die Wildnis zu gehen, aber das nicht, andere Leute dürfen nicht, nur man selber darf gehen. Das ist so ein bisschen die Theorie dahinter. Ist bescheuert, aber es gibt schon viele Leute, die das eigentlich nicht gerne teilen wollen. Ja, schränkt man sich auch so ein bisschen selber mit ein, ne? Wenn man immer seine ausgetretenen Pfade laufen muss. Ja. Spannend. Du bist ja außer Läufer auch noch Race Director. Das heißt, du bist ja auch, ja, ich weiß nicht, ob du das beruflich machst oder machst das, glaube ich, ja so, bei uns wäre es so nebenberuflich, würde man sagen, wahrscheinlich. Veranstaltest Rennen und musst da auch Strecken scouten. Da ist es doch mit Sicherheit auch nicht so einfach, wenn man
nicht auf ein bekanntes Wegenetz zurückgreifen kann, oder? Es ist nicht einfach, aber es ist herausfordernd, weil man irgendwas Besonderes machen, aussuchen kann, was nicht die offizielle Route ist, gell? Weil man in dem Sinne den Leuten eine Rennroute vorschlagen kann, die sie selber nicht auf die sie selber nicht kommen können. Von dem her ist es ist das eines der spannendsten Aspekte des Race Directings. For sure. Ja. Wenn du macht unheimlich Spaß, hab das nicht zu viel gemacht. Ich habe jetzt das Jahr vor Corona ein Rennen organisiert und dann hatte ich 3 auf der Liste für 2020 und dann sind die natürlich alle ins Wasser gefallen und habe dann dieses Jahr 21 wenigstens nochmal den einen durchgezogen, den ich in dem 2019 schon mal gemacht habe und mit mäßigem Erfolg, einfach weil die Leute immer noch so ein bisschen nervös waren, große Interesse, sich in Mengen zu versammeln, war noch nicht so da. Von dem her hat Corona mir da so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht, aber es macht unheimlich Spaß. Ich würde gerne ein Rennen in Europa organisieren, in Deutschland organisieren. Ich find es genial, einmal im Jahr nach Deutschland zu kommen und für einen Monat da zu sein und so ein Rennen aufzubauen und organisieren. So, wenn jemand Interesse hat, in Deutschland mit mir ein Rennen zu organisieren, dann würde ich gern mit dem in Verbindung kommen. Ich fände das genial. Hast du schon eine Region, in der du gern sein würdest? Ich komme halt vom Schwabenland, von dem her, ich kenne Schwabenland. Ich denke, ich meine, es wäre dann schon mehr wie ein Landschaftslauf, gell? Aber so durchs Heggegäu, so bisschen durch dieses Flur und Fauna. Ich glaube, da könnte man schon interessanten. Und man darf es halt nicht dann im Sommer machen, dann tut man halt von vornherein sagen, dieses Rennen geht auch im Winter. Und hier in Amerika kommen die Leute für den 100-Kilometer-Rennen auch im Februar zur Tür raus. Vor allen Dingen, weil es halt auch gutes Training ist für die Läufe, die man dann machen will im Sommer. Gell? Aber es muss nicht Schwabenland sein. Ich kenne viele deutsche Gegenden nicht wirklich. Es gibt auch viele Mittelgebirgsgegenden, wo es tolle Wanderwege und so weiter gibt, wo man was aufziehen kann. Ich kenne die Competition nicht. Ich weiß nicht, was es für Rennen schon gibt. Ich weiß, dass im Schwarzwald jemand was aufziehen wollte und Probleme mit Naturschutzgebieten hatte. Von dem her, ich weiß nicht, wie das funktioniert mit Naturschutzgebieten. Aber ich war jetzt, wo wir jetzt in Deutschland waren, sind wir in den Schwarzwald gegangen und ich meine, ich bin vor der Tür vom Schwarzwald aufgewachsen, aber als Kind hat man den Schwarzwald nicht wirklich ernst genommen. Und mittlerweile hat der Schwarzwald schon ganz schön zum Thema Tourismus und so weiter schon ganz schön aufgeblasen. Und im Schwarzwald müsste es doch am Westweg lang oder so, müsste es doch einen geilen 100-Kilometer-Lauf geben, oder? Es könnte ja sogar Stadt A Stadt und Stadt B 100 Kilometer entfernt, von Pforzheim nach zum Bodensee oder so. Also die Distanzen kenne ich nicht, aber man könnte da schon eine coole Story aufziehen, so ein bisschen historisch und so weiter. Und ich denke, da könnte man auch internationale Leute damit interessieren, dass man da nicht bloß die 3 Sportvereine von der Gegend mit begeistert. Ja, Schwarzwald ist ja auch, glaube ich, bekannt, der Black Forest, ne? Sollte ja eigentlich auch ein Begriff sein irgendwo. So ein bisschen. Also würde ich jetzt mal sagen, als Nordschwarzwälder. Ich meine, ich glaube, genau. Ich meine, in Amerika, ich glaube, der Black Forest ist mehr
ist mehr Fairy Tale. Ich glaube, da kommen die Grimms Märchen her und so weiter. Ich glaube nicht, dass viele Amerikaner wissen, dass der Schwarzwald wirklich existiert. Die denken das nur, dass es so eine Fabellandschaft ist. Aber in dem Sinne, es ist auf jeden Fall ein Begriff, klar. Ja, also ich meine, viele Amerikaner glauben ja nicht mal, dass es Europa gibt, glaube ich. Ja, oder zumindest können sie es nicht auf einer Weltkarte finden. Ja, ja. Oh Mann. Schön, wenn man so ein großes Land hat und sich nicht mit anderen beschäftigen muss. Hat auch so seine Vorteile, glaube ich. Nee, hat es nicht. Hat es absolut nicht. Das, wie man es auch machen will, das kann man nicht als Vorteil. Vielleicht militärisch als Vorteil, aber das ist wirklich der einzigste Vorteil. Ja, das wollen wir nicht. Jetzt warst du ja im Sommer erst, hast du gesagt, hier in Deutschland oder in Europa. Wie ist denn so der Unterschied zwischen den Veranstaltungen? Du hast ja auch an der Veranstaltung teilgenommen, ne? In deinem Heimaturlaub. Wieso? Wenn ich mir amerikanische Veranstaltungen vorstelle, dann stelle ich mir trockene Wüste quasi, trockene Trails vor. Davor steht ein Pavillon, der ist Start und Ziel und Verpflegungspunkt und das war's dann. Also quasi das Minimum an Organisation. Wilde Typen in kurzen Hosen und Singlets und mit einer Handheld-Bottle und dann gib ihm. Wie ist da so der Unterschied zu Veranstaltungen in Deutschland, wo es dann doch immer der Sportverein, glaube ich, veranstaltet? Bevor ich die Frage beantworte, müsste ich auf dein Bild eingehen, weil das absolut genial ist, gell? Weil wir halt wirklich als Amerikaner, wir sehen alle so aus wie Anton Krupitschka von Colorado. Wir laufen alle ohne T-Shirts, nicht mal Singlet. Ja, Entschuldigung. Ja, nee. Deswegen ist es so billig, weil wir wirklich nur die kurze Hose brauchen. Und ich meine, die kann wirklich so kurz sein? Nee. Ich meine, die Trailrunning World ist natürlich schon geprägt von Western States. Ich meine, historisch gesehen ist er natürlich einer der größten und wichtigsten Rennen. Und Arizona wegen Wetter hat natürlich auch viele der Rennen, Races und so weiter. Von dem her sieht man nicht, vor allem, weil man halt über das ganze Jahr in Arizona Rennen halt veranstalten kann, gell? Und in Kalifornien und so weiter. Von dem her ist es das Visuelle in dem Sinne geprägt davon. Aber ich komme hier vom Pacific Northwesten und da gibt es ja auch Regen und Schnee und Matsch und so weiter. Dann sieht es schon nochmal ganz anders aus. Ich meine, einer der großen Unterschiede ist, wie ich schon gesagt habe, ist, dass man eben hier in Amerika nicht um die in den ikonischen, wichtigen, besonderen, berühmten Gegenden rennen kann. Das ist schade und deswegen glaube ich, das ist eins der Grund. Der zweite Unterschied ist, dass uns Rennen oft wirklich am Arsch der Welt stattfinden, weil man dort eben das Permit bekommt, dort die Erlaubnis bekommt, Rennen zu machen. Die Gegenden, die coolen Trails, die sind weit weg von der Stadt. Es gibt kein einziges Rennen, das ich kenne, was wirklich Start und Ziel in der Stadt hat. Ich meine, Western States fängt in einem Skigebiet an. Das ist nicht wirklich eine Stadt. Und dann endet das in einem kleinen Dörfle. Das ist nicht wirklich eine Stadt. Gell? Von dem her, dieses europäische Start and Finish in Chamonix und Leute stehen Spalier und klatschen dir zu, wo du da vorbeirennst. Sowas gibt's halt einfach nicht. Natürlich haben wir Aid Stations alle 5 bis 10 Kilometer oder 10 bis 15 Kilometer und haben Versorgungspunkte und so weiter. Von dem her, das funktioniert schon, aber im Großen und Ganzen, ich bin Monte Rosa, Ultra Tour Monte Rosa versucht zu laufen. Hab's nicht geschafft, bin nicht weit gekommen. Aber da war Start und Ziel natürlich direkt in Griechen, ja. Und das ist dann schon nochmal eine andere Atmosphäre, wie wenn man 2 Stunden mit dem Auto
eine staubige Straße rund, Waldstraße runterfährt, bis man da irgendwo im Wald dann seinen Startpunkt bekommt und so weiter, gell? wie das hier an der Westküste ist oder wie von dem her. Das sind so die großen Unterschiede, gell? Würde ich mal so sagen. Ich fand das ein bisschen schade. Ich bin eingeladen worden von der Rennorganisation, diesen Monte Rosa zu laufen. Habe ich für den 100K entschieden, weil der 100 Meiler zu viel war. Und es war der 100K für mich selbst zu viel. Ich bin dann nach 42 habe ich die Schnauze voll gehabt, habe mega Beinkrämpfe gehabt und konnte nicht mehr weiter. Und es war dann um 3 nachmittags und ich hätte dann hoch auf den Berg müssen und habe gedacht, wenn ich jetzt schon in so einer Situation bin, dann möchte ich nicht durch die Nacht auf allen Vieren irgendwo am Berg rumkrabbeln. Gell? Von dem her habe ich dann relativ früh die weiße Fahne geweht, was im Nachhinein schon immer noch ganz schön mich wurmt. Du hast gefragt, wie der Vergleich ist. Das Interessante mit Monte Rosa ist aber, dass Monte Rosa als Rennorganisation relativ low-key Event macht. Die sind im Vergleich zu anderen europäischen Rennen relativ amerikanisch. In dem Sinne, dass sie, ja, sie fangen in Grächen, Start und Ziel ist in Grächen, aber da ist nicht so ein Wahnsinns-Mega-Hype, wie man von Lavaredo und Eiger und vielleicht Zugspitztrail oder Mozart oder UTMB natürlich kennt. Ja. Von dem her war es nicht so europäisch, wie ich es mir erwünscht hätte, weil ich mir eigentlich schon erwünscht hätte, so diese Mega-Gaudi zu erleben. Musst du nochmal kommen? Musst du ein anderes Rennen aussuchen? Nee, natürlich, deswegen sage ich das. Ich muss mein eigenes Rennen da drüben aufbauen, sag ich ja. Ja, kommst du vorbei, machen wir. Hab ich jetzt, wir reden jetzt schon seit fast einer Stunde, habe ich eine einzige Frage normal beantwortet oder erfolgreich beantwortet mit dem, wie du gefragt hast? Normalerweise also, beantworte ich die immer komplett mit anderen Antworten, wie du sie fragst. Also ich höre ja deinen Podcast, ich weiß ja, was mich erwartet. Okay, alles klar, das passt, ich nehme das an. Von daher alles gut. Hast du schon Zeitung gelesen heute Morgen? Dass der Killian ja nicht mehr bei Solomon. Ich habe gehofft, dass du es als Thema aufbringst. Das ist ja schon ein ganz schönes Erdbeben. Auf jeden Fall. Er hat noch nicht gesagt, was er für eine neue Firma anfangen will, auf was sein Fokus ist. Von dem her bin ich ganz interessiert, was sein nächster Schritt ist. Ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen den Atem anhalten, bis wir wissen, was er als nächstes macht, oder? Ich denke auch. Es ist noch nicht so ganz klar, was, glaube ich, klar sein wird. Es wird kein Straßenlauf werden, beziehungsweise er wird nicht ins Stadion gehen. Da hat er ja furchtbar gelitten bei seinem. Manche sagen, es war ein Weltrekordversuch. Die anderen sagen, es war einfach nur ein Promolauf für den neuen Salomon-Schuh. Ich bin mal gespannt, was er tun wird. Ich habe auch noch gar nichts gelesen. Irgendwie nur, dass er bei Salomon aufhört. Ja. Hast du eine Vermutung? Du, ich hab absolut keine Vermutung. Einfach, weil ich meine, hätte er nicht seine Non-Profit angefangen über diese Umweltgeschichte, Berg-Umweltgeschichte, dann hätte ich sowas in diese Richtung mir vorgestellt. Aber dadurch, dass er das ja schon macht, weiß ich jetzt nicht, was der nächste Punkt ist. Ja, wir werden es erleben. Ich denke. Ich meine, ja. es ist interessant. Was das Interessante dran ist, ist nicht, was er als nächstes macht, sondern für uns als Sport, weil ich in dem Sinne zu jung in den Sport bin, dass ich die ersten, vor allen Dingen amerikanischen Trail Heroes in dem Sinne noch nicht wirklich erlebt habe. Scott Jurek und Carl Meltzer und even,
Timothy Olsen läuft noch und Anton Kropitschka hat gerade Letwell gut gelaufen. Von dem her, die sind immer noch am Start, aber nicht mehr wirklich aktiv. Gell? Von dem her, da gab es diese erste Generation, wo ich in dem Sinne so nicht mitbekommen habe. Und Killian ist der erste der zweiten Generation, der jetzt so langsam in Rente geht, mehr oder weniger. Von dem her ist es schon so ein bisschen interessant zu sehen, wie sich der Sport verändert, weil ich denn doch denke, dass Killian den Sport geprägt hat in einer Art und Weise, wie wenige vor ihm und nach ihm. Ich meine, er ist so ein spezieller Sportler, ja, der so demütig dem Sport und den anderen Sportlern sich präsentiert hat und so weiter, nie wirklich den Superstar gespielt hat. Und in dem Sinne eher auch so das dem Sport mitgegeben hat, gell? Und von dem her ist es interessant, wie der Sport jetzt weitergeht ohne ihn. Ja, wie du gesagt hast, er ist ein sehr, sehr bescheidener Mensch, so wie er immer rüberkommt. Ne? Und auf der anderen Seite läuft er dann einfach jeden in Grund und Boden. Ja. Und schämt sich fast dafür. So wie man das allzu oft sieht, ne? Dass er, ja, es ist ein sehr, 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 sehr spezieller Mensch, glaube ich auch. Ja. Bin mal gespannt, was er jetzt so treibt, ob er dem Sport erhalten bleibt. Kann mir nicht vorstellen, dass er sich ganz vom Bergsport jetzt so im Allgemeinen verabschiedet, auch in der Öffentlichkeit, weiß ich noch nicht. Weil er doch so ein Gesicht ist, ne? Er war jetzt in den letzten Jahren ja relativ ruhig, was das Laufen angeht, was das Trailrunning angeht. War aber trotzdem nie inaktiv, ne? Sondern und hat sich vor allen Dingen sehr stark auf den weiteren Bergsport in dem Sinne bezogen. In dem Sinne. Es war unheimlich schade, dass Uli Steck tödlich verunglückt ist, weil die haben ja angefangen, die beiden eine Freundschaft, ich weiß nicht, wie stark die Freundschaft war, die aber eine Seilschaft in dem Sinne, auch wenn sie nie mit Seil unterwegs waren. Heißt es dann immer noch Seilschaft? Man weiß es nicht. Weil die haben ja einiges zusammen gemacht und es wäre interessant gewesen zu sehen, wie was die zusammen hätten erreichen können. Umgedreht hat Killian jetzt auch zwei kleine Kinder, von dem er hatte wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig das Interesse, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen. Mhm. Glaube ich auch, dass er ruhiger wird, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Das ist ja leider ein bisschen früh. Die Meldung kam ja bei uns jetzt. Ich habe die, glaube ich, vor 2 Stunden oder so gelesen. 2 oder 3 mittlerweile. Lustigerweise glaube ich sogar bei Iron Far. Ich weiß es gar nicht. Ja, ich tue Killian auf Twitter folgen. Ich habe seine Message da vor ein paar Stunden auf Twitter gesehen. Ja, ein großer geht. Wer folgt nach? Ich weiß noch nicht, ob gehen das Richtige ist. Er tut ja nur, er hat ja nicht gesagt, er ist fertig mit Rennen. Er hat ja nur gesagt, dass er Salomons Sponsorvertrag aufgibt. Von dem her, es ist schon, er hat nichts über Suunto gesagt. Und er hat genügend andere Sponsoren. Von dem her, es war ja nur bezüglich auf Salomon. Von dem her, es könnte er theoretisch immer noch weiter rennen, nur halt nicht unter Salomon. Gell? Dann aber als eigene Marke. Oder kannst du ihn dir in einem anderen Team vorstellen? Wenn, dann wäre es unter seiner eigenen Marke. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er weiter Salomon-Schuhe trägt. Ja, ich meine, ich sage das bloß theoretisch, in dem Sinne, ich weiß nicht, wie das aussehen würde. Ich sage bloß das, was wir von ihm gehört haben. Die Announcement ist ja nicht, ich bin dann mit Trailrunning. Er sagt ja nur, er ist dann mit der Sponsoring of Salomon. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Ja, dann. Er wird uns
er wird uns auf den Laufenden halten. Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben doch jetzt den Hannes Namberger, ist das sein? Ja, genau. Ich meine, der ist doch jetzt der große Deutsche, der hier alles, der vom alles gewinnt und so weiter, oder? Er ist der neue interessante Läufer. Das auf jeden Fall, der war auch hier schon im Podcast. Den durfte ich auch schon hier zu Gast haben. Und ja, ist aktuell der beste deutsche Läufer, ja. Ich bin mal gespannt, aber ob er das auch, ist immer noch so ein Unterschied, ne? Weil jetzt national gut läuft und er läuft natürlich auch international gut, aber dieses Mediengeschehen, um ein Mediengesicht zu werden wie Kilian oder auch so ein Anton Krupitschka, der wirklich, also zeitweise quasi, ich sag mal, auf jedem Bravo-Cover gewesen wäre, wenn es eine Laufzeitschrift wäre, ne? Also er war ja auf den Läufer Bravos dieser Welt, hat man den ja immer gesehen. Ich bin gespannt, wo Hannes Namberger hingeht, so in seiner Entwicklung noch. Er hat das ähnliche Potenzial. Er ist auch sehr bescheiden und ja, mal gucken. Es ist interessant, weil ich denke, in dem Sinne, er von seiner persönlichen Instagram-Präsentation und so weiter, ist er und tut er sort of die neue Generation des Trailrunnings widerspiegeln, in dem Sinne, dass er sich viel professioneller dargibt wie Kilian. Kilian hat sich immer mit ungekämmten Haar und der war mehr ein Bergmensch wie ein professioneller Sportler, würde ich sagen. Und er hat das Professionelle gemacht, weil es ihm Geld gegeben hat. Und weil es ihm auch Spaß gemacht hat für einige Jahre. Aber er hat sich immer so ein bisschen präsentiert als der Außenseiter, der so in den Sport gegen seinen eigenen Willen reingezogen wurde. Und ich meine, deswegen hat er ja auch UTMB nicht unbedingt gerne gelaufen in den letzten Jahren, weil es einfach zu viel Spektakel für ihn war. Ich glaube, sein Lieblingsrennen, Killians Lieblingsrennen war ja immer Hard Rock, wo immer nur 150 speziell eingeladene Freunde laufen dürfen in dem Sinne. Es ist ja nicht ein Spektakel. Ja. Während diese neue Generation von Läufern, die sind ja so ein bisschen, die sehen so ein bisschen mehr wie Triathleten aus. Die sehen so ein bisschen professioneller aus wie Kilian. Kilian sah nie wirklich aus wie ein Läufer. Der sah aus wie ein Bergmensch. Ja, der Junge aus den Bergen, ja. Ja. Genau. Ja, ich glaube, Hannes Namberger kann sich auch gar keine schlechte Frisur leisten. Es geht auch gar nicht, dass sein Arbeitgeber hat aber mit Sicherheit was dagegen. aber der hat auch so Potenzial, ne? Ist ein schneller Läufer, ein sehr guter Läufer, kommt ja auch aus dem Skisport, ne? Wenn auch Abfahrt ist natürlich jetzt, die Skifahrer werden wahrscheinlich sagen, das ist ein ganz anderer Sport, aber ist auch irgendwas mit Schnee und auf Brettern, wie bei Kilian. Ja. Ja. Ah, toller Typ, auf jeden Fall. Ja, so ist das. Oh, super stark und super erfolgreich, gell? Ja. Ich meine, sein UTMB-Ergebnis war impressive. Vor allen Dingen nur ein paar Wochen nach Lavaredo. Ja, der ist gut drauf. Im Moment. Das ist auch was mich jetzt immer wieder so ein bisschen gewundert hat, aber ich habe jetzt schon mit ein paar, ich sag mal, professionellen Sportlern gesprochen. Den hat diese ganze Lockdown-Geschichte und wenige Wettkämpfe, das hat denen gar nicht unbedingt geschadet, so fitnesstechnisch, weil sie, ich sag mal, viel mehr trainieren konnten und vielleicht auch einfach an die wenigen Rennen, die sie gelaufen sind, deutlich ausgeruhter an den Start gegangen sind. Könnte vielleicht auch so ein Faktor sein. Wenn man kann. Ja, es ist interessant. Ich meine, ich weiß nicht, tun die Top-Athleten weniger Rennen
im Jahr eh machen, weil sie eben diese großen Distanzen machen und voll drauf trainieren, während uns, ich kenne viele Amateure, die laufen irgendeinen Trail Race oder einen Stadtlauf alle zwei Wochen auf, einfach nur aus Spaß, ja. Und das ist ihre Motivation zu trainieren und Placement macht keinen, ist unwichtig. Man zieht halt gerne einen Bib an und freut sich, dass man ein kostenloses T-Shirt bekommt. Und von dem her läuft halt Rennen after Rennen after Rennen. Ja? Während diese Top-Athleten, die tun ja eh immer nur ein oder ein paar Rennen pro Jahr machen. Ja, zum Periodisieren, zum Priorisieren auf jeden Fall, ja klar, das ist schon richtig. Ja, aber es hat ihnen scheinbar tatsächlich wenig geschadet. Du hast ja vorhin die FKTs angesprochen, die überall aus dem Boden geschossen sind, wo ja echt super Zeiten in die Wanderwege, in die Trails gebrannt worden sind. Ist das auch so ein Ding bei euch da drüben gewesen, FKT, oder oh ja, wie war das da verbreitet? Unheimlich. Wir haben jetzt hier direkt von meiner Haustür eine Stunde weg, wir haben ja diesen Wonderland Trail, der ist fast 100 Meilen Circumnavigation, es ist um den Mount Rainier rum, diesen Vulkan hier im Washington State. Und da haben wir in 2020 innerhalb von 3 Wochen im August, glaube ich, 3 oder 4 neue FKT-Zeiten bekommen von Top-Läufern, wo in dem Sinne auch ihr Training-Fokus dann eben war, diesen FKT zu machen, weil die Sommer-100-Miler alle ausgefallen sind wegen Covid. Meinst du, das wird uns nächstes Jahr erhalten bleiben? Also, wir gehen davon aus, dass nächstes Jahr vielleicht die ganze Covid-Krise unter Kontrolle ist und wieder regelmäßig Rennen stattfinden werden, auch die großen und geplant und zum richtigen Zeitpunkt. Meinst du, das bleibt uns, das FKT? So, das kommt ein bisschen darauf an, was Covid macht. Wenn Covid mit einem Fingersnapping weg wäre, wenn man das wirklich volle Kanne unter Kontrolle bringen würde, was ja gezeigt hat, dass es nicht so sein wird. Hallo Deutschland. dann würden die Leute schnell alles vergessen, was sie unter Covid gemacht haben und würden sich sofort ihrem normalen Leben von bevor Covid wieder annähern und alles wäre wieder normal. Aber dadurch, dass Covid ja in dem Sinne schon so lange mit uns ist, denke ich schon, dass es für viele Leute ihre kompletten Fokus und Beziehungen mit ihrer Umwelt verändert. Und das auch für langfristig. Und das heißt, dass es wahrscheinlich schon viele Leute gibt, die das Trail Racing komplett aufgeben werden. Einfach, weil sie für 2 Jahre wenig Sport gemacht haben und selber ihre eigenen Bezug zu den Trails gefunden haben und diese Rennen nicht mehr brauchen. Und in dem Sinne denke ich schon, dass es in den nächsten 3 bis 5 Jahren oder so weniger Läufer auf diesen Race, die sich für Rennen anmelden, geben wird wie bevor. Es wird nicht sofort zu normalen Leveln wieder zurückkommen. Das ist mein Gefühl. Einfach weil Leute sagen, ich habe irgendwie keinen Bock mit 300 Leuten auf einen kleinen Parkplatz zusammen zu setzen und auf ein Rennen anzufangen. Ich glaube, das wird irgendwann dann schon sich wieder normalisieren. Ich denke, das ist so ein bisschen ähnlich wie mit dem Kino. Während Corona waren die ganzen Kinos zu. Mittlerweile hier in Amerika sind sie wieder offen, aber weniger Leute dürfen reinkommen und man muss halt Maske tragen, währenddem man sich den Film anschaut. Ich meine, unter den Bedingungen habe ich keinen Bock, ins Kino zu gehen. Ja. Von dem her, für mich, solange die Filme, ich habe den neuen James Bond noch nicht gesehen. Ich liebe James Bond. Und möchte ihn auf jeden Fall sehen, aber ich warte, bis ich ihn kaufen kann auf
auf Apple TV und dann schaue ich ihn mir so oft an, wie ich will, und brauche das Kino eigentlich nicht mehr. Ja. Ja, mit Maske da 2-3 Stunden sitzen ist, ja, hast du recht. Das muss man schon sehr, sehr wollen irgendwie. Yeah, genau, ja, genau. Und in dem Sinne ist es auch eine Herausforderung dann von diesen, hier in Amerika haben viele der coolen Rennen, Trail Races, die haben so, Nummer eins haben sie eine super relaxed Aid Station immer gehabt, gell? Ich meine, da gab's immer offene Container mit Gummibärchen und jeder hat halt seine schweißigen Finger da in die Gummibärchen-Container rein. Ja, ja, genau, gell? Und man hat sich da ja keine Gedanken darüber gemacht. Und am Start, an der Ziellinie, da gab's Pizza-Partys und alle saßen miteinander im Gras und haben Bier getrunken und so weiter. Und ich weiß nicht, ob das wiederkommt in einer Art und Weise, nicht nur von der Rennorganisation und vom weiß ich, staatlichen Erlaubnis oder so weiter, aber auch von dem, dass die Leute das überhaupt wollen. Einfach weil sie es oder das für so lange nicht gemacht und nicht nur nicht gemacht, weil sie das auch als Feindbild gesehen haben. Das ist, ja, das ist, wo die Sachen gefährlich werden, von dem her, man will ja extra in solchen Veranstaltungen nicht teilnehmen. Zumindest hier an der Westküste war es so. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Ich wollte gerade einwerfen. Wir hatten vor kurzem Karneval, der 11.11. Ja, genau. Wir hatten ein volles Fußballstadion mit, ich meine, 50.000 Leuten, die alle theoretisch hätten Maske tragen müssen. Auf den Fotos hast du vielleicht 2 Handvoll Menschen mit Masken gesehen. Da unterscheidet sich das vielleicht auch noch. Ich sage ja immer, wir Läufer sind, wir sind nichts Besseres, wir sind aber besonderer Schlag Leute. Aber den Glauben habe ich jetzt auch so ein bisschen verloren in der letzten Zeit, weil ich hatte uns Läufer immer so ein bisschen als, gerade uns Trailläufer, als lockere Menschen, als freundliche Menschen, als Kumpels im Sinn. Aber ja, das hat sich auch so ein bisschen gedreht, wenn man sieht, wie egoistisch viele Menschen da aktuell sind in dieser Zeit und Veranstalter anschreiben, wenn sie die Rennen absagen müssen, wegen Auflagen der Behörden, und dann stinkesauer sind und Hassmails schreiben. Also ich glaube, wir hier drüben wollen gerne wieder Rennveranstaltungen haben mit vielen Leuten. Vielleicht sind wir auch gerade in der Situation, deswegen. Ja. Also, ich meine, das ist ein anderer interessanter Punkt, gar, dass man eben doch auch festgestellt hat durch dieses Corona, dass wie egoistisch Leute sind und dass es vielleicht gar nicht so toll ist, sich mit Leuten zusammenzusetzen. Auf diese Art und Weise. Ja? Ich meine, jetzt gehen wir in ein schwieriges Thema rein, ja? Aber ich meine, das haben wir jetzt schon hier in Amerika schon viele Jahre vor Corona gemacht mit dieser Trump-Regierung, ja? Dass man auf einmal festgestellt hat, dass man eben doch kein vereintes Amerika ist, ja? Dass es viele Leute gibt, die sehr aktiv dran sind, das Land kaputt zu machen. Ja. Mhm. Und von dem her da zusammenkommen zu wollen als one big happy family ist auf der einen Seite, auf einmal fühlt sich ganz komisch an. Ja. Ja. Das ist aber das Bild, das ich habe von amerikanischen Veranstaltungen. Ne? Dieses coole, lockere, wie du von vorhin gesagt hast, Bier trinken, auch wenn es nur Lightbier ist, an der Verpflegungsstation oder danach, davor. Ich bin mal gespannt, was davon übrig bleibt. So, unterm Strich. Ja, ich denke, diese Leichtigkeit, die kommt schon wieder. Ja, gut, ich meine, man könnte ja sogar den nächsten Schritt jetzt machen und so, sich sogar fragen, wie weit diese Leichtigkeit nur leicht war, weil man sich eben nur mit
gleichsinnigen Leuten mit gleicher Hautfarbe und gleicher Economic Reichtumsebene zusammengesetzt hat. Gell? Man hat gedacht, man tut die große Diversität zelebrieren, aber eigentlich ist man halt auch nur unter den Leuten, die genauso denken wie du selber. Gell? Und von dem her, wenn man größer, weiter und mehr divers sein will, dann muss man eben sich auch ein bisschen anderen Leuten annähern und ein bisschen mehr tun dafür. Gell? Das ist ein spannendes Thema, was du da gerade ansprichst. Habe ich jetzt auch die letzten Tage in die Timeline gespült bekommen. War das das Running Magazin, das gefragt hatte, warum unsere Trails so weiß sind? Ich glaube, da ist das auch rüber geschwappt. Spannende Frage. Wenn ich mir jetzt so hier in Deutschland meine Läufer-Community angucke oder auch einfach mal ohne meine Follower und Hörer jetzt da irgendwie verurteilen zu wollen, ein ganz großer Teil sind mittelalte weiße Männer, so wie ich auch einer bin. Und die findet man auch auf Laufveranstaltungen. Ja, wie du sagst, das ist die eigene Bubble, in der man sich dann rumtreibt. Mhm. Und auch der tolle Sport Laufen, wo jeder gleich ist eigentlich. Scheinbar ist es dann doch nicht so. Ja, das ist schon eine große, schwierige Frage. Ja. Hier in Amerika kannst du dann immer noch weitergehen und sagen, wir haben uns ja nie damit auseinandergesetzt, dass das ganze Land auf Sklaverei aufgebaut wurde und den Native American, Indigenous, Indianern weggenommen wurde. Und von dem her, diese Nationalparke, die wir feiern, können uns ja eigentlich gar nicht. Ich meine, können uns überhaupt kein Land, aber vor allen Dingen diese Nationalparke können uns gar nicht. Gell? Von dem her, das ist dann schon eine schwierige Frage. Und das ist dann auch so eine Frage, wo man sich dann, ich meine, das geht dann in diese Richtung, wie man sich als Deutscher relativ komfortabel fühlt, weil dass man weiß, dass man als Deutscher auf überhaupt nichts stolz sein kann, weil man ja weiß, dass man zwei Kriege angefangen und verloren hat und man sich ja eigentlich immer für alles schämen muss. Gell? Und von dem her, wie tut man diesen Grat wandern, dass man das ernst nimmt, seine Geschichte, und trotzdem bereit ist, aus seinem Mauseloch rauszukriechen und was Neues zu wagen und positiv zu sein und so weiter. Gell? Ich meine, das ist schwierig, und ich glaube, die Amerikaner, viele progressiven Amerikaner, die tun sich viele Gedanken darüber im Moment gerade machen, und während dieser Gedankenphase ist man schon relativ paralysiert, weil man eben nicht genau weiß, wie man vorwärts gehen muss, weil die Firmen halt doch noch weißen Amerikanern gehören, die Outdoor-Marken leiten. Die Werbegesichter sind weiße Menschen. Die Werbegesichter sind weiße Menschen. Ja. Schwierig, sich da als zwei mittelalte weiße Männer. Ja, ich habe tatsächlich da gar keine Lösung für. Ich beanspruche das aber auch nicht. Es ist nicht Lösung, aber es ist gut, dass man diese, ich weiß es nicht, ob du den Zuhörern das gefällt. Ich meine, es ist gut, sich damit zu auseinanderzusetzen, umgedreht, wenn du als Zuhörer das hörst, weil währenddem du dem Alltagsstress wegrennst und hoffst, dass du einen Podcast hörst, wo man light und fluffy über Trailrunning sich unterhält, damit man eine Pause kriegt im Hirn, es ist ja auch wichtig, ja, dann ist es vielleicht nicht so toll. Und für das entschuldige ich mich so ein bisschen. Brauchst du gar nicht. Ich denke, zwischendurch tun solche Anstöße einfach mal gut. Wir können das ja sowieso nicht hier zu Ende diskutieren. Also wir können das jetzt wahrscheinlich endlos diskutieren. Nicht und wirklich, come on, wir sind noch zwei weiße Männer. Wir können das Problem lösen. Wir haben schon alle Probleme in dieser Welt gelöst. Wenn es so einfach wäre, dann ja, hast du wohl recht. Ja, genau. Wenn nicht wir, wer dann? Nein, Spaß beiseite.
Deutsche-amerikanische Trail-Szene. Solche Gedanken machen wir uns, glaube ich, hier zum Beispiel noch gar nicht so wirklich. Das schwappt immer aus den USA rüber. Ich bin gespannt, wie weit das schwappt, inwieweit wir uns da Gedanken drüber machen. Wir werden sehen. Hast du das Gefühl, dass Politics aside, einfach nur Trends, dass die Amerikaner die deutsche Trail- oder die europäische Trail-Szene beeinflussen, mehr wie andersrum? Ich kann nicht beurteilen, inwieweit unsere Szene euch da drüben beeinflusst. Ich weiß, oder ja, also ich glaube, der Hype um Anton Krupitschka, der Stereotyp eines amerikanischen Läufers, ne, hatten wir gerade eben schon, das ist schon eine Weile her, glaube ich, dass der hier rüber geschwappt ist. Ich wüsste jetzt gerade gar nicht, was wir noch für andere Läufer aus den USA haben, die uns jetzt so gerade furchtbar beeinflussen. Ich glaube, aktuell gucken wir sehr auf unsere schnellen eigenen deutschen Läufer, ne? Da haben wir auch viele, oder europäischen Läufer in dem Fall. Ja, viele Sportmarken kommen einfach aus den USA, ne? Ich meine, dieses Trailrunning, dieser Trendsport, war bei uns früher ein Landschaftslauf oder ein Crosslauf. Natürlich kommt das schon zu uns rüber, aber ich denke, wir haben uns so als deutsche Trailläufer, auch wenn wir immer noch keinen eigenen Begriff dafür haben, fällt mir gerade auf, schon so ein bisschen emanzipiert von den amerikanischen Trailrunning, das darüber kommt, weil wir auch einfach, ja, ganz andere Gegebenheiten haben hier für dieses Laufen. Bei uns alles nicht so wild. Wir können Trailrunning auch machen zwischen Städten. Und unterm Strich ist es auch nur Laufen. Und das macht der Deutsche schon ganz schön lange. Fitnessbewegung, Trimm-dich-Pfade, ne? Das können wir alles, glaube ich. Aber dieses Trendy, Ich denke, der Amerikaner ist halt einfach wahnsinnig gut in sich selbst zu vermarkten. Gar? Ich glaube, die Athleten wissen, wie man sich selbst vermarktet, und die Outdoor-Marken sind einfach gut im Marketing. Und das Gras ist grüner auf der anderen Seite. Ich denke, man sitzt in Deutschland und halt sieht Jack Wolfskin überall, und dann will man natürlich was Besonderes tragen und nicht unbedingt was jeder andere trägt. Ja. Und ich glaube, hier gibt es schon mehr oder weniger so das Gleiche, weil in dem Sinne, die großen Marken sind doch eigentlich europäische Marken. Salomon, La Sportiva, Dynafit, die Marken, wo die Trail-Szene wirklich beeinflussen. Patagonia ist nicht wirklich in Trailrunning, North Face ist nicht wirklich in Trailrunning. Die haben jetzt ein paar Läufer gesponsert und so weiter, aber ihre Klamotten sind nicht so wahnsinnig präsent. Und die haben jetzt erst neulich mit Schuhen angefangen. Gell? Stimmt, ja. Von dem her, ich denke, wenn es von der Markenlandschaft geht, dann ist Europa eigentlich einfach durch den Bergsport und den vielen Traditionsfirmen ist eigentlich wesentlich besser besetzt wie Amerika. Amerika hat halt viel Trend, aber nicht so viel Geschichte. Spannende Sicht, ja. Ja. Und wenn es um die Rennen geht, ich meine, Western States ist immer ein Wahnsinns-Hype, aber Western States hat 400 Läufer, wegen den Wildnisgesetzen können die nicht mehr einladen, von dem her jeder zweite Trail Race in den Alpen hat mehr Teilnehmer wie Western States. Ah ja, ist das so, ja, oder? Ja, ja, ja. Von dem her, die wirklich großen Rennen, die sind dann schon in Europa, denke ich. Ich meine, UTMB das Event schlechthin. Ist schon der Event schlechthin, genau. Mhm. Spannende Sicht. Die Marken. Ich meine, ich bin natürlich dann auch sehr europäisch beeinflusst, von dem her. Ich schaue natürlich schon viel über den Teich, gell? Aber das ist so meine Sicht. Mhm. Ja, die Marken kommen von uns. Die
Top-Athleten kamen aus den USA eine lange Zeit, gerade auf den Trails. Das ändert sich ja auch gerade, wie wir ja jetzt schon auch festgestellt haben. Eure ganzen Trailgrößen, die wir gerade aufgezählt haben, die sind jetzt auch so langsam alle alt. Aus der ersten Welle. Und noch kein amerikanischer Mann. Die amerikanischen Frauen haben UTMB gelöst, aber noch kein amerikanischer Mann hat UTMB gewonnen, was ja schon auch Bände spricht, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin da ein bisschen beeinflusst durch, klar, meine Sicht in die USA ist ganz klar, wenn ich mir Josh von Orange Mud anschaue, ne, mit dem ich ja gute Kontakte habe, dementsprechend kommt da auch was, ja, ist jetzt keine Riesenmarke, aber ist ne, eine Marke, die mich beeinflusst hat, die von da drüben kommt. Aber wie du sagst, amerikanische Schuhe fallen mir jetzt spontan nicht ein, die ich schon gelaufen wäre. Das ist alles irgendwie, doch, Topo und Altra sind zwei Marken. Mhm. Die sind aber hier auch in Deutschland nicht so groß, glaube ich. Man läuft hier doch eher Essex und Salomon, klar. Die North Face Jacke oder die Jack Wolfskin Jacke und die Salomon Schuhe in der Fußgängerzone. Das ist so das typische Bild eines Deutschen. Ja, spannend. Ist aber gut, wenn man mal beide Sichtweisen hat. Was bleibt unterm Strich? Wir beeinflussen uns gegenseitig irgendwie. Ja, absolut. Ich meine, ich finde das interessant. Was ist deine, welche Marke ist deine Stirnlampe? Ledlancer, ist eine deutsche Marke. Ja. Es ist interessant, weil einer meiner besten Freunde in Deutschland liebt Black Diamond als Marke. Und ich finde Petzl besser. Und ich glaube, er liebt Black Diamond, weil sie amerikanisch ist. Und ich denke, Petzl ist besser. Mhm. Und ich glaube, da ist schon so ein bisschen, dass man sich beeinflussen lässt, einfach weil the grass is green on the other side. Einfach weil man genügend Bilder von den Dolomiten gesehen hat. Und wenn man da auf einmal Bilder von der amerikanischen Westküste sieht, dann sieht es besonders aus. Dann ist es was Spezielles. Auch wenn es für uns, wo wir an der Westküste leben, einfach nichts Spezielles ist. Es ist einfach für uns sind die Alpen speziell, gell? Ich tue mir jedes Jahr, von Deutschland den DAV-Hütten unserer Berge-Kalender schicken lassen, weil ich eben Berghütten sehen will, weil es keine Berghütten gibt in Amerika. Gell? Ja, ist immer das, was man nicht hat. Genau. Ich denke, das ist ein reizvoller, großer, auf jeden Fall. Das ist der große Reiz. Schön. Ich habe noch drei Fragen zum Schluss. Da du hier bei den Trail-Typen bist, bekommst du die letzten drei Fragen wie jeder andere auch, über die du noch mal kurz nachdenken kannst. Mal schauen, wie deine Antworten da sind. Tja. Hit me. Ja, ich lache. Ja. Die erste Frage. Wie motivierst du dich beim Laufen, wenn es mal wirklich schwer wird unterwegs? Egal, ob im Wettkampf oder ja, auf dem Trainingslauf. Während dem Laufen. Also nicht bloß. Ja. Für mich das Schwierigste ist immer, die Motivation zu finden, die Schuhe überhaupt anzuziehen. Wenn ich die Schnauze voll habe vom Laufen, was schon immer mal wieder passiert. Mental oder physisch, dann ist für mich die schwierigste Zeit, ist überhaupt zur Tür rauszugehen. Von dem her, wenn ich mal draußen bin, ist eigentlich die Motivation Strava, dass ich in dem Sinne weiß, dass ich, ich gehe zur Tür raus und ich sage, wenn ich jetzt schon meine Schuhe angezogen habe, dann muss ich mindestens eine Stunde oder 5 Meilen oder weiß ich, worauf auch immer ich mich drauf eingestellt habe, und dann versuche ich das eigentlich auch durchzuziehen. Und wenn es dann überhaupt nicht klappt, dann laufe ich, dann gehe ich halt, dann tue ich es laufen halt, werd halt langsamer und gehe lieber. Ich tue unheimlich gerne spazieren gehen, wenn das wenn's Laufen gerade nicht körperlich nicht geht. Gehört auch dazu zum Laufen, finde ich. Unterschätzt man auch oft dieses Gehen.
Ja, ich denke auch vor allem im Trail, da ist so viel, wo man geht. Gell? Ich bin ein relativ guter Power Walker. Das ist eine wichtige Fähigkeit. Okay. Ja. Was brauchst du unterwegs? Worauf kannst du nicht verzichten? Gibt es irgendwas außer die Schuhe? Da haben wir ja schon geklärt quasi, dass du unterwegs brauchst beim Laufen. Ich würde sagen, meine Uhr, damit ich meinen Lauf tracken kann, weil wenn ich den nicht auf Strava kriege, dann bin ich nicht wirklich gelaufen. Das Klischee, super. Das Klischee. Muss auch ein paar Antworten sehr klischeehaft beantworten, denke ich, oder? Ja, auf ich jeden weiß, Fall. Ich weiß nicht. Ich meine, ich tue so viele Trainingsläufe ohne. Und mag ich auch am Sport, dass ich nicht viel mitnehmen muss. Ich müsste wahrscheinlich mehr eine Wasserflasche mitnehmen, damit ich besser mich trinke besser beim Trinken und Nutrition und so weiter mitmache. Aber das brauche ich nicht für jeden Lauf. Was ich wirklich bei jedem Lauf mit habe, ist meine Schuhe und meine Uhr. Was für eine Uhr läufst du? Was hast du? Ich habe die Suunto 9 Barrow, die jetzt mittlerweile schon einige Jahre alt ist. Ich habe die Uhr bekommen von Ricky Gates, der Trailrunner in San Francisco ist und der diese Every Single Street in San Francisco angefangen hat. Und dann hat er vor ein paar Jahren hat er dann auf Instagram und Twitter seine Fans ermutigt, Every Single Street in der jeweiligen Stadt auch zu machen. Und ich habe das hier in Olympia gemacht und relativ schnell fertig bekommen. Und dann hat er gesagt, hey, wenn jemand fertig ist, soll er die Daten schicken. Und dann habe ich ihm die Daten geschickt und so weiter. Und dann hat er gesagt, hey, ich schicke dir als Dankeschön, schicke ich dir meine Uhr. Sehr cool. Und seitdem benutze ich die Suunto 9 Barrow. Ich würde unheimlich gern auf die Suunto 9 Peak umsteigen, weil die neue Peak absolut genial ist. Sie sieht super scharf aus. Aber die Barrow, die funktioniert einfach noch. Von dem her mache ich einfach noch weiter. Gibt es keinen Grund, sie auszutauschen? Ja, schade. Nicht wirklich. Ich habe jetzt mittlerweile mehrere Male die Coros Watches probiert, weil Coros mir die Uhren schickt, um sie zu featuren in Reviewen auf dem Podcast. Von dem her sind mir die bekannt, aber ich mag die Designs, die Hardware Designs, wie die Uhr aussieht, mag ich von den Coros Watches nicht wirklich. Die sind gerade bei uns hier so im Kommen, habe ich so das Gefühl. Ja, von der Software her sind die super, super stark und haben schon einen ganz schönen, ein ganz schönes Zeichen gesetzt, dass Suunto ganz schön, weil Suunto in dem Sinne war der Marktführer mit Garmin, aber Garmin hat so viele andere Sachen gemacht, dass sie die Uhren nicht wirklich ernst genommen haben und Suunto war so der Marktführer, aber Suunto ist ein bisschen eingeschlafen. Ja. Die Suunto 9, die saß rum und die Software ist nicht besser geworden und die waren so ein bisschen langweilig und dann kam Coros aus und wenn ich Coros als erstes gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das ist so ein Hardware-Tech-Startup wie viele Tech-Startups und in 2 Jahren geht ins Geld aus oder Google kauft sie oder dann sind die weg vom Fenster, gell? Aber die haben mittlerweile ganz schön Staying Power und die machen ein absolut geniales Produkt, das softwaretechnisch und so weiter. Ist das super, super impressive. Ich muss auch unbedingt mal eine in die Finger bekommen. Ich höre da immer nur von. Ich laufe ja auch mit einer Suunto 9. Aber wie du sagst, die Software ist halt, sie ist solide. Sie kann jetzt seit 4 Wochen oder so, können wir auch endlich Mediensteuerung. Also Musik auf der Uhr weitermachen, warum auch immer man sowas braucht. Ich meine, die Suunto 9 ist keine wirkliche Smartwatch, ne? Ja. Das ist einfach eine Laufuhr mit ein bisschen smarten Features, aber das ist auch okay. Es ist auch gut, weil man will ja die Battery-Dings, gell? Ich meine, ich habe auch eine Apple Watch,
die ich getestet habe, und das ist super frustrierend. Mit der Apple Watch würde ich nie meine Uhr zum Laufen. Da ist so viel Zeug hin und her und Batterie reicht nicht lange und so weiter. Nee, du brauchst schon, wenn du Ultras machen willst und dich auf die Uhr verlassen willst in den Bergen und weiß ich was, dann brauchst du schon was Solides. Von dem her ist es gut, aber Suunto muss mehr innovatieren. Ist das ein deutsches Wort? Wie heißt das? Muss mehr erfinden, muss mehr vorwärts. Ja, innovativer werden. Wir sagen auch innovativer. Innovativer werden, genau. Und die Suunto 9 Peak, die habe ich mir jetzt in einem Laden angeschaut vor ein paar Wochen und habe die mir um den Arm rum gemacht. Die sieht absolut hammerhart aus. Die ist genial. Na, die ist kleiner und ja, super teuer, aber genial. Ja, schöne Uhr. Ja, teuer. Das zum Thema, wir haben einen einfachen, günstigen Sport. Das bestätigt sich immer wieder. Ja, genau, und deswegen, das wichtigste Produkt, auf was ich mich nicht verlassen kann, ist es 500 Euro Uhr. Oh, der Sport ist so billig. Grauenvoll. Hab für Jahre war ich happy, nur mein Phone zu benutzen. Hab keine Uhr gebraucht. Das waren noch Zeiten. Well, ich habe ja und die Uhr nicht bezahlt, die habe ich kostenlos bekommen, von dem erzählt es dann auch. Stimmt, dann ist doch sehr günstig gewesen, ja. Hast du recht. Ich habe meine Uhr auch geschenkt bekommen zum Geburtstag. Siehst von du? Daher ist sie auch günstig. Grüße, so macht man das. Alles klar. Gut. Wenn du eine Sache im Laufsport ändern könntest, was wäre das? Eine Sache im Laufsport ändern. Ja. Das wäre die Klimakrise, weil ich würde liebend gerne ganz viele Rennen machen, die ganz weit weg sind. Und ich finde das unheimlich schwer, das mit meinem Bewusstsein zu verarbeiten, dass ich jetzt nicht mehr fliegen soll zu meinen Rennen oder weit wegfahren. Weil ich, für mich, eine der Sachen, die ich liebe bei den Trailrennen, ist, sich eine ganz besondere Landschaft ganz weit weg auszusuchen und dann hinzufliegen und in dem Sinne den Luxus zu haben, zu sagen, ich lerne jetzt die Gegend kennen, mit dem, dass ich mir, dass ich bei diesem Lauf teilnehme. Und die haben Verpflegungsstellen und die haben kleine Fähnchen auf dem Dings und get to know diese Gegend. Und wenn ich das jetzt nicht mehr machen soll, was ja richtig so ist, dann finde ich das schade, weil hier nur in meiner Heimat diese Läufe zu machen, weil ich meine, die Gegend kenne ich ja. Das ist ja nicht so besonders. Das finde ich so ein bisschen schade. Ja, jetzt ist das Land auch noch ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, wie das aussieht mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die sind bei euch wahrscheinlich die Flugzeuge, ne? Ja, und sind, ja, ich meine, die sind in dem Sinne, es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel in dem Sinne. Ja. Es gibt viele coole Rennen in Kalifornien oder in Kanada oder so, die ich gemacht habe oder schon machen würde oder gerne wieder machen oder weiß ich was. Und ja, ich meine, sich diesen Carbon Footprint anzuschauen, ist halt schon scheiße. Kann man so famous sagen. Famous last words. Ja. Ah ja, ich meine, für mich, mein ultimativer Traum wäre, einmal im Jahr nach Europa zu kommen und jedes Jahr ein anderes Rennen in Europa zu machen. Das wäre absolut genial. So zwei, drei Rennen hier im Nordwesten, im Westen zu machen und dann einmal im Jahr einmal den Zugspitzlauf, einmal Lavaredo, einmal was vom UTMB, einmal Eiger und dann viele, viele andere kleinere, ich habe jetzt nur die großen genannt. Und dann so Familie mitnehmen, Familienurlaub machen und so weiter, das wäre schon geil. Das wäre der ultimative Traum. Gibt es leider noch keine Lösung für, ne? Wenn man das halbwegs mit gutem Gewissen machen möchte. Ja, nicht wirklich, genau.
Und je nach, selbst wenn man mit dem Auto hin und her fahren muss, gell? Ich meine, dieses, ja, ist ja auch nicht so der Hit. Nicht wirklich. Ja, Tja, vielleicht hat sich das ja bald erledigt. Wenn eher alle Climate Change mit dem, wenn, ja, wenn alle dem eher, das genau, wenn alle Kipppunkte gerissen sind, dann ist eher alles vorbei. Können wir auch wieder fliegen, endlich. So. Auch wieder fliegen. Ich meine, es gibt halt dann keine Gletscher mehr in den Alpen, von dem her, ich weiß nicht, welche Rennen wir dann laufen, aber. Da ja, kannst du das ganze Jahr überlaufen in den Bergen. Ist auch wieder von Vorteil. Ja, aber viele der Wege sind dann nicht mehr so der Renner, gell? Das weißt du nicht. Vielleicht wird es ja noch viel schöner. Vielleicht wird es ja noch viel schöner. Ich mein, na gut. Sag ich mal so, nein, aber. Wahrscheinlich nicht. Ja, Matthias, ich bin schon am Ende. Mein Tag ist am Ende, deiner beginnt gerade erst. Habe ich dich in Grund und Boden geredet? Habe ich dich zu Ende gebracht? Das erfreut mich aber. Fast. Du, dein Tag geht zu Ende. Du bist langsamer. Ich habe den erst angefangen. Ich habe 4 Tassen Kaffee getrunken, bevor wir uns angerufen haben. Von dem her, ich bin auf 180 km/h. Das ist gut. Dann kann dein Tag jetzt ja beginnen. Bei mir ist es 9:30, meine hört jetzt gleich auf der Couch. Und ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, für das Gespräch und dass du mir endlich mal geantwortet hast, wenn ich mit dir spreche. endlich mal! Endlich! Ja, hast du noch ein paar letzte Worte? Wo erreicht man dich? Wie kann man dir folgen? Sollte man dir folgen? Wenn ja, warum? Yes! Wenn man mich mit meinem deutschen Akzent amerikanisch reden hören will, dann am besten auf singletrack.fm. Da lebt mein Podcast. Und ich bin auf Instagram, bin ich 1x1. Das ist meine Designfirma, mit der ich hauptsächlich Geld mache täglich. Was gibt's sonst? Auf Instagram gibt's hauptsächlich Backbilder, weil ich ganz viel koche und back. Von dem her. Wenn die letzten man denkt, Tage gab's viel Stollen, habe ich gesehen, ja. Ja, genau. Wenn man denkt, dass wenn man sich mein Instagram anschaut, dann bin ich nicht der typische Renner, der Selfies macht mit seinem neuen Singlet an und sagt, schau mal, wie hübsch ich bin. gibt's bei mir nicht. Ansonsten matthiaseichler.com ist eine gute Webseite, wo ich so ein bisschen einen Overview habe, was meine Rennen sind, die ich gelaufen habe in vor ein paar Jahren, was meine Rennen sind, die ich organisiere und was ich sonst so mache im großen, ganzen, großen, weiten Interweb. Gut. matthiaseichler.com. Findet ihr alles in den Shownotes. Findet ihr in den Shownotes. Gut, dann vielen Dank. Ich hau jetzt das Outro raus. Wir hören uns gleich noch. Bis dann. Ich bin's nochmal, Sascha. Wie du weißt, ist der Trailrunning-Podcast kostenfrei und er wird's auch immer bleiben, versprochen. Damit mir das gelingt, kannst du mich, wie einige andere auch schon, bei der Produktion unterstützen. Dafür schon mal ein dickes Dankeschön an euch da draußen. Das geht ganz einfach, zum Beispiel durch einen Dauerauftrag, per Steady oder per PayPal. Wie genau du mich unterstützen kannst, findest du unter trailrunnersdoc.de/supporter.
Wenn du Fragen oder Anregungen zum Podcast oder auch gerne zum Blog hast, dann schick mir einfach eine E-Mail an info@trailrunnerstalk.de. Und wenn du einfach nur ein bisschen mein Ego streicheln möchtest, dann bewerte doch den Podcast auf iTunes oder irgendeiner anderen Plattform, die dir diese Möglichkeit bietet. Vielen Dank. Tschüss.